Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu mehr Total War mit 2 Online Action. Heute mal mit dem Chaos, und zwar mit einer Armee des Chaos, so wie ich sie mir vorstelle. Eine Frontlinie. Wir spielen gegen die Vampire. Und wir haben einfach nur einen perversen Deathball dabei. Mit Kolek und 3 Einheiten Drachenugern hinten dran. Und 4 Einheiten Hellebarden. Mit der Unterstützung von aufstehenden Champions und Chaosbruten in der Frontlinie. Geh mal davon aus, dass mein Gegner Terrorgeister haben wird. Und deswegen will ich Kolek mit den Drachenugern hier schützen. Oh, was so. Das coole aussieht. Ja. Und die Frontlinie soll einfach, ich denke mal, das müsste eigentlich mit den meisten Infanterie der Vampire klarkommen. Er hat gar keine Terrorgeister. Manfred mit Seelenraub, Aufrufung von der Hack, Fate of Buna. Okay. Standardsachen. Ja. Ich denke mal, wir machen hier mal so einen kleinen Todesball. Die aufstrebenden Champions kommen auf die Seite, wo die Banshee ist. Kommen hier in die Mitte und können dann reagieren. So. Ja, bla bla bla. Spuckt ein hässliches Feuer. Wollen wir rechts sein? Hier können wir jetzt mal chargen. Die Bruten kommen hier mit rein. Hier kommen wir auch mal rein. Kolek, der kommt einfach. Der macht hier einfach Bonne, Monster Mash. Unsere Drachenoger, die warten einfach ein bisschen. Die aufstrebenden Champions, die warten auch noch. Halt, nee, da ist eine Banshee. Ich weiß nicht, ob er jetzt kommt. Schauen wir mal. Gehen mal zu Banshee. Oleg macht hier einfach sein Ding, das ist okay. Dann nochmal einen kleinen Blitz vom Himmel regnen lassen. Ja, keine Ahnung, dann gehen wir halt mit unseren Ogern hier noch rein. Jetzt kommt er nämlich hierher. Mit Manfred, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir sind auch mit Kolek so ein bisschen aus der Position draußen gerade, aber das ist okay. Drachenurge gehen mal hier durch. Immer gegen die Gruft stecken hier, als wir einen chargen. Kolek, der muss jetzt hier ein bisschen aufpassen mit der Banshee und so. Da will ich eigentlich nicht mehr länger bleiben, deswegen gehen wir mal hier rein. Und gehen dann durch und unsere Truppen wieder zurück. Schauen wir mal, ob Kolek hier genug Speed aufbauen kann, um hier durchzukommen. Und jetzt stellen wir uns in unsere Truppen rein. Chaosbluten, die gefallen mir eigentlich auch ganz gut hier. Sollen einfach ein bisschen Schaden tanken. Und jawohl, wunderbar. Gehen wir jetzt mit Kolek mal zurück und bringen unsere Drachenoger wieder hierher. Und immer wenn unser Gegner landet, dann töten wir ihn mit unserem Drachenoger-Squad. Unsere aufstehenden Champions will ich mal hier bei der Banshee sehen. Okay, diesmal aber nicht mehr so weit nach außen ziehen lassen. Vor allem auch bei dem. Wisst ihr was? Wir kümmern uns einfach mal um diesen. Gruft-Hut hier. Hier unsere Auserkorenen sind auch am Start. Wunderbar. Die Flanke hier wird wahrscheinlich demnächst irgendwann mal brechen. Oleg muss ein bisschen aufpassen, wir gehen mal hier ein Stück zurück. Unsere Drachenuhr gehen hier rein. Die Flanke hier, die müssten wir eigentlich. Ja, da braucht man nicht so viele Hellebarden. Kolek geht wieder zurück rein. So. Jetzt macht er einen Fehler. Ne, jetzt landet, macht er einen Fehler. Ne, macht er nicht. Aber was ich krass finde, ist, dass Kolek schon so viel Schaden genommen hat. Das nervt mich ein bisschen. Hier, die Flanke ist auch nicht so ganz hundertprozentig in meinem Sinne. Deswegen jagen wir da mal einen kleinen Blitz rein.
Und das ist halt einfach nur so ein übles Gemetzel. Aber so, da müsste sich ja eigentlich Chaos so vom Ding her eigentlich ziemlich wohlfühlen. Wir gehen hier einfach mal mit unseren Ogern ein bisschen und wenigstens einmal drumrum. Wenn ich nur. Nicht nur hier. Da fliegt der Dude raus. Der Wargulf. Kolek. Wir könnten mal gucken, ob wir den Drachen hier kriegen. Nee. Okay, dann geht's weiter. Kolek bleibt hier in seinen Drachenogern stehen. Er hat schon verdächtig wenig HP, deswegen müssen wir tatsächlich ein bisschen aufpassen. Hier drüben die Hellebarden, die werden jetzt wahrscheinlich gleich brechen. Den Drachenogern, denen geht's noch relativ gut, nur Kolek eben nicht mehr so hundertprozentig. Er wird wahrscheinlich auch ständig Spirit Leech, das ist das Blöde. Jetzt landet er hier. Wir gehen mit den Drachenogern rein. Kolek muss ein bisschen aufpassen. Problem ist, ich kann mich auch nicht so weit von den Drachenogern entfernen. Und uns den Chaosblut mal hier vorschicken. Ja, wir kriegen ihn hier leider nicht. Bisschen schade. Gut, dann gehen wir weiter auf deine. Nee. Bleib ein bisschen hier hinten. Okay, doch, wieder hierher. Ulle geht mal hier vor. Hellebarden kommen jetzt hier rein. Kolek geht so Richtung Hellebarden mal hin. So, Vorsicht jetzt. Wenn er jetzt hier landet. Warum stirbt eigentlich dieser verdammte Wargulf nicht? Das nervt langsam ein bisschen. Er hat auch nicht mehr viele Einheiten. Und durch den Hellebarden nochmal rein. Vorsicht, Kolek, geh nicht so weit raus. Drachenoger, die stehen hier und metzeln sich voran. Vielleicht können wir ja. Kann man eigentlich Mantis treffen? Den Blitz, das wäre mal interessant. Was ich jetzt? Okay, beschwört Zombies. Okay. Wenn der Wargulf drauf geht, dann wird es wahrscheinlich von der Balance Bar her irgendwann mal ein Problem werden für meinen Gegner. Und jetzt kommt ihr hier rein, wir ziehen uns zurück und gehen mit unseren Drachenogern hier auf Manfred. Und da wollen wir ihn auf jeden Fall haben. Wunderbar, jetzt kann Kolek hier ein bisschen entspannt draußen warten, sich mal ein bisschen erholen, ein bisschen Luft schnaufen. Da geht sein Lord zugrunde und wir sagen GG. Und jo. Ist zwar jetzt nicht so mit krassen Manövern und viel Taktik, aber es ist trotzdem interessant, weil man seine fetten Monster hier immer so möglichst intelligent managen muss, dass die halt von der Positionierung her nicht so verwundbar sind. Das ist ein Fehler, den ich oft früher gemacht habe und jetzt mittlerweile ein bisschen auf den Trichter gekommen bin, auf was man da so achten sollte. Wenn man mit solchen Builds hier spielt, weil ich habe mit solchen Builds oft verloren und es lag oft daran, dass ich meine monströsen Lords oder irgendwelche anderen Monster einfach schlecht positioniert hatte und dadurch meinem Gegner eben ermöglicht habe, hier dann ihn zu umzingeln. Das darf man eben, muss man eben möglichst vermeiden. Und mein Gegner hatte eigentlich einen ganz lustigen Bild. Aber die Drachenoger haben mir eben jetzt den Sieg gebracht. Und ich war froh, dass ich wenigstens eine Einheit mit magischen Schaden hatte. Gegen die beiden Banshees, weil Banshees sind auch eine beliebte Variante, um Monster zu töten von den Vampiren. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.